Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen, ja, bei The Forest. So, ich wollte erstmal wieder ein Lagerfeuer bauen, da ich es ja letztes Mal wieder kaputtgeschlagen habe. Oder, ja, ist glaube ich schon das zweite Mal passiert. Im Haus habe ich während der Nacht, weil ich habe die Nacht durchgemacht hier mit dem Charakter. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwie negativ ist, wenn man die ganze Zeit die nicht schläft. Bestimmt. Aber wie gesagt, ich möchte für euch immer die optimale Zeit haben und es ist immer halt zur Sonne, ja, wenn die Sonne aufgeht quasi. Das ist so die optimale Zeit zum Aufnehmen. Weil ich finde selber, mit der Taschenlampe sieht man nachts nicht viel. Und die Taschenlampe ist jetzt auch nicht so der Hit. Dann machen wir schon schnell was trinken. Ja, wie ihr seht, ist meine Ausrüstung fast komplett weggeschlagen und meine Lebensenergie ist ein bisschen runter. Also ich bin wirklich fast gestorben. Die haben mich hier fast verprügelt, als ich da meine Mauer gebaut habe. Also 4, 5 Leute waren es auf einmal. Das war doch dann Tuck zu viel. Muss mal aufpassen. So, schnell was getrunken. Jetzt verliert er schon wieder Nahrung. Bin ich krank oder so? Geht das? Nee, das finden wir vielleicht im Buch. Es gibt doch eine Seite über Status, ne? Ja, wir sind irgendwie krank. Infiziert. Finde Aloe Vera, um dich zu heilen. Habe ich noch. Essen. Reicht das einfach zu essen? Ja, okay. Jetzt haben wir auch wieder mehr Stärke. Ja, Tag 46. Momentaner Zustand gut. Geistige Gesundheit. Oh. 66%. Ich glaube, ich muss mal schlafen gehen. Ah, Gewicht weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich kann mit diesem Ab mit der Abkürzung nichts anfangen. Und wir müssen nebenbei immer ein bisschen jagen. Oh, du warst gerade ruhig. Kanickel, bleib doch mal stehen. Oh, jetzt zieh ich den nächsten. Müssen noch hier liegen, ne? Okay. Ja, darum habe ich mich jetzt hier nicht mehr getraut hinzugehen. Und da oben Holz zu hacken. Das gibt's nicht. Die warten schon auf mich. Ihr kleinen Scheißer. Ah. Jetzt hab ich das Knickel. War vorbei. Kopfschuss? Nein. Oh. Das waren aber die Nüsse, das ist aber fast ein Kopfschuss. Gut. Ich finde, Nüsse ist ein Kopfschuss. Och, ey. Ihr seid echt penetrant, ne? Muss noch ein bisschen mit dem Bogen üben. Oh. Bleib doch mal stehen da. Gut. Wieso willst du nicht sterben? Oh. Mein gefiederter Freund. Ey. Alter, schon wieder eine Knochenrüstung kaputt. Ich komme mir nicht hinterher zurzeit. Diese Viecher sind echt wie die Pest. Laub müssen wir auch sammeln. Weil durch das ganze Essen kochen, Trinken kochen. Ah, wenigstens haben wir das Kaninchen jetzt. Und das nächste. Und den Varan. So, jetzt bin ich aber hier.
Agro-Mod. Wir müssen auch langsam mal zu der. Ich will den Pfeil noch haben. Scheiße, ist der Pfeil wahrscheinlich weg. Gib mir den Pfeil. Ich will den Pfeil. Ja, perfekt. Hier war noch irgendwo der Varan. So, wo ist die nächste Leiche? Einer ist wieder entkommen. Waren das, glaube ich, drei, ne? Ja, so das Leben. Dann setzen wir uns kurz hin. Gucken ihm mal im Brenn zu. Dann trinke ich erstmal einen Schluck. Jo, ist doch schön. So am Lagerfeuer. Ach, komm, steh auf. Gucken wir mal im Event. Oh ja. Müssen wir ein bisschen Essen loswerden. So. Den Rest. Haben wir keinen Platz für. Oh, verbrenn doch mal. Das Schlimme ist, wie gesagt, solange ich nicht hier meine volle Ausrüstung wieder habe und solange ich nicht meine volle Lebensenergie wieder habe, will ich eigentlich nicht rausgehen und kämpfen. Da will ich eigentlich lieber feige im Camp bleiben. Aber da ich hier Dauergäste habe. Oh, jetzt sind sie schon wieder. Wieso sehen sie mich von hier? Kannst du mir gar nicht sehen. Oh, 1, 2, 3. Auch nicht gesehen. Ach, treffe ich auch nicht. Oh, 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 oh. Das ist schlecht. Tötet der einfach an? Hi. Ganz schlecht irgendwie gerade. Ganz schlecht. Ja. Ich komme nicht runter. Und die kommen nicht hoch, ne? Oh, warum lebt er noch? Oh nein, wohl keine Verstärkung. Oh, ich rutsche immer so ein bisschen runter. Warum rutsche ich hier runter? Wieder hoch. Hi. Oh, stirb doch mal. Fuck, fuck, fuck. Wir kommen hoch, wir kommen hoch. Nein, kommen wir nicht. Jetzt kriegen wir von hinten noch einen drauf. Das ist mein Zuhause. Jetzt reicht's hier aber. Verdammte Axt. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh. Nein. Wirklich tot? Alter Schwede. Bin schon wieder fast tot. Das gibt's nicht. Ich höre noch einen. Irgendwo. Irgendwas atmet schwer. Oder bin ich's? Scheiße, ey. Haben wir noch was zu essen? Fuck. Gut, wir brauchen Laub. Scheiße, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Ups. Mach mal. Ach, lass mal offen.
falls ich schnell zurück muss. Ja, also das sieht schon mal schlecht aus. Auf der anderen Seite konnte ich euch jetzt nicht zeigen. Habe ich ja, ein, zwei Tokens gebaut. Aber so weit kamen wir ja gar nicht, weil da die netten Herren Kannibalen schon da waren. Oh, ich besorge mir jetzt erstmal Laub. Wir brauchen Laub. Ganz viel. Damit ich mir wenigstens mit diesem Varan-Zeug... Oh, was liegt hier? Stock. Mich wieder tarnen kann. Weil sonst leben wir nicht lange. Was haben wir wieder an Laub? 81, ist echt nicht viel. Haben wir hier oben noch was? Irgendwie auch nicht. Wir hätten nachts kommen mittlerweile auch so viele, wenn ich da Holz hacke. Kannibalen, dann hat er keine Chance. Na gut, ich habe jetzt nicht, war nicht voll ausgerüstet und ich habe auch jetzt nicht volle Lebensenergie gehabt. Aber zurzeit ist echt der Hammer hier. Ich habe ja echt mal gehofft, dass es weniger wird. Tut mir leid, ich brauche deinen. Deine Haut. Deine Haut, komm her. Schildkröten brauche ich nicht. Achso, fliegender Koffer. Ist ein Laub. Also auf der anderen Seite, wo ich gerade die Mauer baue, da gibt es auch viel Laub. Aber ich traue mich da nicht hin. So, mal kurz was essen. Laub. Ach komm, einer geht noch. Einer geht noch rein. Ich habe mich hier auch schon angefangen, nachts hier oben die Bäume zu fällen. Fällt das Holz hier runter? Das könnte man vielleicht mit dem Baum auch nochmal machen. Und dann müssen wir ja irgendwann runter, aber... kaum Lebensenergie. Ich bin doch ein Horst. Wir haben doch Medikamente. Mensch. Oh. Wie kam ich in der letzten Nacht nicht drauf? Ich habe mich da versucht, über Essen hochzuheilen. Oh ja. Ich habe die ganz vergessen, dass es Medikamente gibt. Das sind manchmal die einfachsten Sachen, an die der Mensch nicht denkt. So, runter mit euch. Runter, 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 runter. Runter, 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 runter. Und auch du. Runter, 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 runter. Da läuft doch schon wieder einer. Eine Kackfresse. Entschuldigung. Mann, es ist so wichtig, dass das dazu geht. Ach komm, in einem Baum da am Rand machen wir auch nochmal. Dann haue ich mir noch ein paar Bären rein. Und ich muss mal unbedingt gucken, wo ich Aloe Vera finde. Also wenn ich ja häufiger infiziert werde durch das ganze Blut, ich denke mal, sollte man das mal selber anbauen. Könnte nicht schaden.
Ja, eigentlich wollte ich Stoff holen, ne? Aber wie gesagt, ich traue mich gar nicht hin. Da hinten waren wir ja schon, glaube ich, zwei, dreimal. Können trotzdem gleich mal gucken. Ja, oder weil ich so viele Holz hacke. Vielleicht ist das der Grund, warum sie kommen. Gucken wir mal. Das andere Lager war doch eigentlich hier ziemlich in der Nähe. Nebenbei kloppen wir noch ein bisschen Laub. Und noch ein, zwei Eindechsen wären ganz gut. Ach ne, Warane sind es ja. Warane. Das ist kein Aloe Vera. Oh, wir sind noch unsichtbar. Oder unsichtbar. Nicht sichtbar für den Feind. Blick gerade unten. Ne, eigentlich ist keiner da, ne? Und quasi allein. Dann gib mir den Stoff. Ist nicht viel, aber der Mensch freut sich. Glück. Wo ist das hin? Wo ist es hin? Da. Ein bisschen Laub. Zack. Na komm. Köpfe brauche ich zwar auch, aber ich glaube, ich brauche Menschenköpfe. Seile kriegen wir auch nicht mehr mit. Gut, dann würde ich sagen, sind wir voll. Hauen wir ab hier. Diese Heidelbeeren, die ich jetzt gegessen habe, die würde ich auch gerne gleich wieder... Ach, verdammt. Gleich wieder einpflanzen. Da bleibt mir immer ein bisschen was übrig. Na, komm noch mal her. Mr. Varan. Ah ja, kommt erst die Stelle. Zack. Na, es gibt's doch nicht. Getroffen. So. Hatte ich mal alles, glaube ich, voll gehabt, aber irgendwie mich nicht drum gekümmert und dann gehen die irgendwie ein. Keine Ahnung. Oder vielleicht können das die Kannibalen auch kaputt machen. Ich weiß es nicht. Hoppada. Nee, hoch da. Ah ja, wir hatten noch irgendwie... Legen wir hier mal ein bisschen was auf. So, dann sind wir mal mutig, jetzt wo wir wieder volle Lebensenergie haben. Und gehen mal auf die andere Seite. Wo jetzt haben wir hier ein bisschen Laub und ein bisschen Echse, ne? Machen wir uns mal ein bisschen Tarnung. Geht ja schnell. Sind wir nicht so ganz ohne Schutz. Und dann viel Knochen haben wir. Nee, lassen wir. Mehr machen erstmal nicht. Tragen, 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 tragen. Ist nicht viel, aber der Mensch freut sich.
Geht schon wieder die Sonne unter? Nee, ne? Oh Gott. Die Zeit läuft, das ist ja unglaublich. Ich habe schon wieder das Gefühl, nichts geschafft zu haben. Schrecklich. So, der Wagen ist noch auf der anderen Seite. Kriegen wir wenigstens eine Ladung voll? Mal ganz kurz zeigen. Die habe ich jetzt gebaut. Warum auch immer kann ich das jetzt bauen? Ich filme noch 3 Köpfe. Und kann das anzünden, warum auch immer. Was für einen Sinn das ergeben soll, weiß ich nicht. Und wie gesagt, die hatten hier auch mal ein paar Totems aufgebaut. Einen habe ich ja kaputt gemacht, aber naja. Naja. Also die Mauer muss zu. Die Mauer muss zu. Wir lassen hier keine Kannibalen durch. Für die Kannibalen gibt es Ankerzentren. Nein. Lass mal Politik weg. Das hat ja nichts zu tun. Nichts zu suchen, meine ich. So. Das ist doch hier nicht wenig hier, was hier runtergekommen ist, ne? Schnell aufladen. Da oben hängt noch was, naja. Ach, hier, bis hier unten ist auch noch was. Das rollt ja, ist unglaublich. Ja, leck mich. Nee, komm. Ihr kleinen Pissnelken. Ihr habt doch nicht mal einen Baum gefällt. Warum kommt ihr? Geht weg. Mach das zu. Ach, die haben ja einen Molotow-Cocktail dabei. Verdammt, duck dich doch nicht. Warum lebst du denn noch? Wollen wir mal Licht anmachen? Ihr seht uns nichts. Ja, also, den mit dem Molly haben wir gleich erwischt. Ach, der ist auch flink. Wie Otze. Ja, nee. Oh, ich treffe nichts. Ja, das kriegt ihr alles wieder. Ich suche euch in den Höhlen und dann mache ich euch platt. Ah, ich treffe euch nicht. Warum stirbst du denn nicht? Ey, macht ihr mir alles kaputt, mache ich euch kaputt, ne? Du bist blutüberströmt. Wie das denn, Junge? Ich hab doch nichts. Ich bin doch hier oben. Wie soll ich denn blutüberströmt sein? Willst du mich verarschen, The Forest? Oh, das sind die Feuerpfeile. Auf keinen Fall. Warum verschießen wir die denn? Boah, ich kann hier nachts nicht schießen, bei dieser Dunkelheit, ne? Yeah. Ey, dann haut doch nicht mit meinen Pfeilen ab. Die sind teuer. Hab ich schon wieder die Brandpfeile? Ich will die Brandpfeile nicht haben. Ich habe keine anderen Pfeile mehr? Nee, das kann nicht sein. Scheiße, doch. Verdammte Kacke. Entschuldigung. Alle Pfeile verballert. Was geht das denn, ey? Ah, die dürfen nicht entkommen. Ich will die Pfeile wieder haben. Wahrscheinlich habe ich denen auch Brandpfeile in den Kopf gejagt. Immer dieser Stress. Ist ja fast wie Arbeit. So. Wie viel haben wir wieder? 50? Seid ihr noch da? Ja, ich höre euch. Wollt ihr nicht nochmal sterben oder so?
Oh ne, das Brandpfeil, abbrechen. Warte mal. Ich muss erstmal allgemein Licht anmachen. Das ist Brandpfeil, den will ich nicht. Das ist ein selbstgebauter. Alter, hört doch mal auf, irgendwo gegen zu klappen. Ey, da macht der Hayuki, das ist ja. Da kommt der voll hoch. Ey, ihr sollt doch mal sterben. Im Dunkeln lässt sich echt scheiße schießen, ne? Also. Ey, ich komme da gleich runter. Ich hab die echt die Nase voll jetzt. Ja, da bin ich schon. Hi. Und wir sind doof. Das ist sehr scheiße. Schon wieder halb tot. Ich hab die Nase voll. Und ich hab mich eingeschlossen. Jawohl. Ich hab mich ausgeschlossen. Gehen wir erstmal ganz kurz baden. Wir sind ja blutüberströmt. Ich hab mich ausgeschlossen. Super. Wo sind die hin? Ich finde nur meine Pfeile. Boah, geh da hoch. Wo sind die hin? Ich gehe, glaube ich, wieder. Ich schicke den Charakter regelmäßig wieder zum Schlafen ins Bett. Vielleicht habe ich dann einfach weniger Probleme, weil ich da nachts nicht kämpfen muss. Aber wo sind denn die ganzen Typen hin? Aber erstmal essen wir was. Wie sind die wieder abgehauen? Ach so, aus der Richtung geht's wahrscheinlich. Aus der Richtung, wo ich die Mauer baue. Hier ist auch noch jemand. Oh, keine Ahnung, wo meine Pfeile sind. Ich greife das Lager an nächsten Tag oder so. Ich habe so dermaßen die Schnauze voll. Ich hack euch. Ich will die Leiche haben, nicht dieses Scheißding. So, komm her. Also von 4 auch wieder nur 2 gekillt. Das ist nicht gut. Ich habe ja schon früher gesagt, da rechts, da müssen mehr Pfeile hin, Fallen hin. Aber jetzt ist. Die Mauer muss zu. Die Mauer muss zu. So. Dann machen wir uns doch etwas zu trinken. Hier vorne, die Fallen sind nicht ausgelöst. Nein, ich wollte mich doch nicht hinsetzen. Wir wollen uns doch nicht setzen, wir wollen doch nur Wasser kochen. So, viele schöne Knochen. Die sind voll.
Haben wir ja erst gerade gemacht. Jetzt müssen wir es schon wieder machen. So, einmal Schlürfe, Schlürfi. Oder was zu essen. Hier gibt es noch die Echse. Und wieder geht mein Laub weg, weil ich ja die ganze Zeit diese Tarnklamotten bastel. Mann, oh Mann. Das war ein harter Tag. Gut, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt einfach den nächsten Tag versuchen, ein bisschen Bäume zu hacken, die Mauer weiterzubauen. Und nebenbei mich zu heilen. Vielleicht schmeiße ich noch Medikamente ein, aber die gibt es ja, die wachsen ja auch nicht an Bäumen. Die wollte ich mir eigentlich immer aufheben. Falls man die großen Mutantenviecher angreifen. Und ja, ich glaube, dann machen wir mal einen Gegenangriff. Suchen wir uns ein Lager, das hinten, wo ich in der Höhle war, da. Da waren ja auch immer Kannibalen draußen. Die schlachten wir ab, die Viecher. Die schlachten wir ab. Keine Gnade den Kannibalen. Ach ja, ich muss einmal rumlaufen. Ja, ich mich ausgeschlossen habe. Oh, scheiße, ey. Gut. Wenn ihr noch irgendwelche Verbesserungstipps habt, ach, lasst sie gerne in die Kommentare. Ich kann sie gebrauchen, ey. Ich habe immer noch einen Speer und einen Bogen. Ey, damit kommt man doch nicht weit gegen diese scheiß Kannibalen. Na gut, wir haben das Katana. Aber wir brauchen mehr Ausdauer. Ich bin ja die ganze Zeit am Hackschnitzeln, Hackschnitzeln, Hackschnitzeln. Und dann geht dir die Ausdauer ja auch quasi flöten. Auch nicht so geil. Aber vielleicht wird es ja ruhiger, wenn die Mauer fertig ist. Aber so wie gerade die Angriffe kommen, dauert das. Gut. Ansonsten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da und haut rein, ja. Ciao. Tschüss.